Ja, schönen Dank fürs Mitnehmen. Ja, gerne. Du, und da fällt mir ein, ich bekomme ja demnächst einen neuen Dienstwagen mit Elektroantrieb. Ja. Und da habe ich mir schon mal überlegt, wie wird denn da wohl der Überspannungsschutz in einer Wallbox oder zu Hause in der Ladesäule umgesetzt? Ja, da bist du nicht der Einzige, der sich das fragt, weil die Technologie ist ja noch relativ neu. Ja. Und daher gibt es normativ auch noch nicht ganz so viele Vorschriften. Aber ich kann dir mal zeigen, wie das hier bei Phoenix umgesetzt wurde. Ja. So, das ist so eine Ladesäule, wie es im öffentlichen Bereich auch geben könnte. Mhm. Und nach der VDE 0100-722 ist ja für solche Ladesäulen der Überspannungsschutz auch verpflichtend. Ja. Und daher ist hier unten in der Einspeisung ein Kombiableiter drin und zusätzlich nochmal einmal in der Netzwerkleitung. Mhm. Ja gut, in so einer Ladesäule habe ich den Platz für den Überspannungsschutz. Aber mal angenommen, ich habe zu Hause eine Wallbox, da werde ich den ja wohl da nicht reinkriegen. Gibt es da eine gute Lösung? Nee, das stimmt. Da ist das ein bisschen schwieriger, aber wie du ja weißt, seit 2016 ist ja grundsätzlich ja der Überspannungsschutz zu Hause ja verpflichtend. Ja. Und wenn die Leitungslänge zwischen Zählerschrank und der Wallbox länger ist als 10 Meter, dann solltest du ja vor der Wallbox auch nochmal was installieren. Und wenn du jetzt aber keinen Platz in der Wallbox hast zur Installation von Überspannungsschutz, dann könntest du Folgendes machen. Da gibt es hier fertige Lösungen, die einfach vor die Wallbox davor gesetzt wird. Und schon ist der Schutz realisiert. Also einfach zwischen Wallbox und Hausverteiler diese Box zwischen. Das wäre gut zu wissen. Und wenn du die Box nicht mehr brauchst, dann nehme ich die am besten gleich mit. Ja, das wüsste ich aber.